Guten Morgen zu einem neuen Forex Morning Statement. Wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wo geht es in den europäischen Aktienmärkten hin, beziehungsweise in den Aktienindizes. Denn ja, unser großes Glück als Forex Trader ist es ja, dass wir nicht nur auf die Devisenpaare angewiesen sind, sondern auch generell die Aktienindizes beziehungsweise auch Rohstoffe und so weiter traden können. Und das wollen wir natürlich auch in dieser Form wahrnehmen. Und was bietet sich dazu natürlich noch besser an? Der Euro Stoxx 50, das europäische Leitindex, spiegelt vielleicht hier ganz gut dieses allgemeine Marktgefüge wieder, vom DAX bis zum CAC 40. Ja. Ihr wisst vielleicht, diese kleinen Indizes wie den österreichischen Index oder den belgischen Index, das trade ich alles nicht. Das ist immer voller Gaps und da ist einfach nicht so die Dynamik drin, ist ja logisch. Und das überlassen wir mal denen, die das gerne handeln möchten. Was mir hier im Euro Stoxx 50 auf jeden Fall gleich auffällt, ist, dass die Projektionshöhe und damit das vermeintliche primäre Kursziel dieser großen Dreiecksformation hier unten oder dieser Konsolidierungsphase zwischen April 2016 und Anfang Dezember 2016, krass, das ganze Jahr 2016, eine Konsolidierung, Wahnsinn, dass dieses vermeintliche primäre Kursziel fast exakt hier mit diesem horizontalen Widerstandsbereich aufeinander trifft, der rund um die 3500 Punkte, und das ist auch ein Unique High, ja, das ist, ich sag mal so, von diesem Widerstand damals, der durchbrochen worden ist im Dezember 2016 bei rund 3100 Punkten, zwischen diesem Widerstand und diesem Widerstand gibt es nichts. Ja, dass der Euro Stoxx 50 diese, was sind das, ungefähr 430 Punkte glatt durchmarschiert, das ist völlig normal. Das überrascht eigentlich kaum. Und dementsprechend braucht man hier auch nicht großartig nach einem nachhaltigen Crash suchen, meiner Meinung nach. Aber eine Korrektur, die würde diese Sache sicherlich ganz gut tun. Und wir schauen uns ja auch gleich nochmal die Konsolidierung im Daily Chart an. Und auf welche Levels ich hier besonders interessant finde, natürlich das 61,8 Retracement hier unten. Das würde prinzipiell selbstverständlich perfekt passen. Ja, es würde hier die Oberseite dieses Dreiecks würde getestet werden, das 61,8 würde getestet werden, schön horizontaler Unterstützungsbereich. Aber das ist natürlich kein Muss und das ist schon eine ganz schöne Strecke. Aber auch hier gilt natürlich das Gleiche wie in Richtung Norden, ja, auch in Richtung Süden gibt es eben nichts. Ja, zwischen diesem ehemaligen Widerstand und jetzt Support und diesem Widerstand hier oben rund um die 3500 Punkte. Deswegen, genauso schnell wie hier eine Rallye entstehen kann und steigen kann, kann auch die Korrektur mir nix dir nix hier runterfallen. Ja, also das wäre jetzt kein Hexenwerk oder ein großes Crash-Szenario. Es wäre einfach simple Charttechnik, zumindest hier im übergeordneten Wochenchart. Ansonsten die aufsteigende oder beziehungsweise die markante aufwärtsgerichtete Trendlinie, logisch, und damit die Unterseite dieser Dreiecksformation von damals vielleicht schon als der entscheidende Support, um den Kurs dann letztendlich wieder in Richtung Norden zu schicken, oder aber lediglich als Zwischenstation, wie es hier im Rahmen des 23,6er beziehungsweise 38,2 Retracements zu vermuten wäre. Jetzt der Blick in den Daily Chart, und damit hätten wir es auch fast schon geschafft. Der Rest bzw. die weiteren Details, die findet ihr dann in der schriftlichen Analyse wie immer. Was mir natürlich sofort auffällt, ist diese Range bzw. diese Konsolidierungsphase, die jetzt seit Anfang Januar diesen Jahres anhält. Was mir aber gar nicht gefällt, ist hier diese Kurslücke zwischen Anfang und Mitte diesen Monats auf der Südseite. Hier ist gar nichts zu sehen, und deshalb bin ich immer ganz vorsichtig, mich innerhalb dieser Formation zu positionieren, beziehungsweise selbst wenn er hier kurz mal runter spiket, vielleicht sogar drunter schließt, hier unter dieser 3255-Punkte-Marke, wäre ich sehr vorsichtig und würde vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Kursanstieg noch einmal rechnen. Und wenn wir uns die EMAs anschauen, hier kommt der Daily 34er EMA hoch, und der ist ja bekannt dafür, dass es nochmal in Richtung Norden gehen könnte. Vielleicht das ein oder andere Gap, welches wir im H4-Chart auch sehr, sehr schön sehen. Hier beispielsweise, ja, was ist das, 3307 Punkte, dass das dann nochmal geschlossen wird und man sich dann vielleicht noch einmal hier oben irgendwo viel attraktiver, viel sinnvoller bearish engagieren kann. In diesem Sinne, ja, bleibt mir nochmal der Hinweis auf die detaillierte Analyse auf meiner Website, und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen guten Start in den neuen Handelstag. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Peter.